Temperaturen bringen mich wirklich absolut in Sommerlaune. Nicht zu vergessen das leckere Essen drumherum. Ich zeige euch heute eine tolle Erdbeergranita. Die ist so fruchtig und so lecker und es ist ein sehr einfaches Rezept, aber die einfachsten Dinge sind oft die besten. Und falls ihr zu Hause sehr viele reife Erdbeeren habt, ist das genau das Richtige. Also legen wir los. I wanna talk to you. I gotta talk to you. So, die Erdbeeren kommen frisch vom Feld, also können wir direkt loslegen. Du brauchst also frische Erdbeeren, etwas Eis. Ich benutze heute zum Süßen eine reife Banane. Ich weiß aber aus meinem Bekanntenkreis, dass das nicht jeder mag. Ihr könnt natürlich auch alternativ für die Süße etwas Sirup verwenden, wer möchte. Aber ich verwende heute nur die Banane. Etwas Limettensaft kommt noch dazu und das war's auch schon. Besonders lecker schmeckt es natürlich, wenn alle Zutaten gut gekühlt sind. Ich verwende hier ganz normal meinen Mixer. Ich mache heute schon den ganzen Tag Erdbeergranitas. Deswegen sieht er auch schon etwas benutzt aus. Ich beginne also, das Grün von den Erdbeeren zu entfernen und gebe sie in meinen Mixer. Dann ziehe ich die Banane ab und gebe sie ebenfalls hinein. Und dann kommt auch noch etwas Limettensaft hinzu. Zum Schluss kommen die Eiswürfel dazu und die genauen Mengenangaben und Zutaten habe ich euch auch nochmal in die Infobox geschrieben. Dort könnt ihr alles nochmal in Ruhe nachlesen. Sind die Zutaten alle im Mixer, wird das Ganze kurz püriert. Von der Konsistenz her ist es immer so eine Mischung zwischen Getränk und Eis. Absolut lecker und ist hier zurzeit der absolute Sommerdrink. Und eins verspreche ich euch, mit diesem Drink holt ihr euch ganz schnell den Sommer ins Haus. Super easy, super lecker, mehr Sommer geht nicht. Also viel Spaß beim Genießen. Jetzt wisst ihr auch, wohin mit den ganzen Erdbeeren. Also mein Vorrat, der ist noch ganz gut. Aber wen wundert, ich gehe auch ständig Erdbeeren pflücken. Wir können hier einfach nicht genug bekommen. Mal sehen, was ich so als nächstes mit den Erdbeeren zaubere. Und falls du noch mehr Erdbeerrezepte willst, dann klickst du dich bitte mal in die Infobox. Ich habe dir da noch einige leckere Rezepte mit Erdbeeren hinterlegt. Und wer Lust hat, der klickt sich auch nochmal auf meinen Blog vorbei. Und ich trinke jetzt hier die restliche Erdbeergranita und mach mir einen schönen Tag. Und das solltet ihr auch tun. Also bis bald und tschüss.